Rede schaffe. Dann reinkommen. Oder? I don't know. Ist das? Bist du ganz draußen? Reins? Reden wir noch kurz was? Oder? Tastenschütteln. Cheeseburger ist so gut. Ich habe gehört, der Flo hat sich einmal einen Cheeseburger bestellt, obwohl er Vegetarier ist. Und er hat gedacht, bei einem Cheeseburger ist eh kein Fleisch drin, da ist nur Käse drin. Das ist ein guter Anfang. Also, come first. Come first. Get the best. Big boys. Q&A. Ich bleibe jetzt stehen. So. Passt. Erstes Q&A. Ich muss mal die Fragen laden. Unser Database Professional. Very professional. Ich weiß meine PIN-Code nicht. Was weißt du eigentlich, Jörg? Okay, voll viele Fragen bekommen. Danke. Jetzt sagen wir gleich mal vielen, vielen Dank. Boah, die Allergie kommt. Sind die Fragen so schlimm? Ja. Okay. Let's do this. Fragen. Ja, eine Frage, die habe ich nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Von Marco, ey, we just freeballed. Ich habe mir echt den Kopf zerbrochen, ob mir was Intelligentes einfällt dazu, aber seine Frage war auf Englisch, warum auch immer. Yeah. If there is a high school musical movie, is there a chance to get an Austrian metal scene musical? Marco, a new chapter. Na. Was willst du? Nein. Nicht? Na. Wir sind alle nicht mehr in der Schule, gell? Deswegen. Erstens darf. Vielleicht der Marco noch. Aber sind wir nicht für immer in der Schule des Lebens? Hard Knock Life. es ist hauptsächlich, weil keiner ein Geld hat. Ja, ich glaube, das werden noch weniger Leute interessieren als den Podcast. Ja. Boah, sorry, das ist so richtig. Warum machen wir das? Ich könnte zu Hause sitzen, PlayStation spielen. Ah, voll. Nein. Oh, geil. Detroit. Nochmal der Marco. Aber, auch wieder a new chapter, danke. Das ist seine Wiedergutmachungsfrage vielleicht. Nochmal durchgelesen. Also, boah, das war echt scheiße. Ich sollte was bringen, was halbwegs. Und zwar, wie viel Einfluss hat Social Media auf die Metal-Szene, positive und negative Aspekte? Also Marco, wenn du das bis jetzt noch nicht herausgefunden hast, dann... Also in das Negative ist die ganzen Leute, die mit dem Handy beim Konzert stehen und sich das Konzert nicht anschauen. Ja, das haben wir nicht, das haben nicht, wir, weil das haben sie behandelt in, voll, welch, in welcher nicht, Episode. Nicht, weil sie die ganze Zeit herumschreiben. Es ist voll okay, wenn du einmal erreichbar sein musst oder was auch immer, das lasse ich stehen. Aber warum filmt ihr den ganzen Scheiß? Einerseits das und andererseits gewillt hat, ja, was for lernen. Das ist dieser automatische Griff. Entschuldigung, automatisch griff in die Hosentasche und mal, ja, war Facebook Newsfeed. so low key. Okay, ich schau jetzt mal, weil das ist der Song, den kenne ich nicht und so. Ich mache schon auch ab und zu ein Foto oder irgendwas, aber ich film keinen einzigen Song, weil ich schaue mir das nie wieder an. Oh doch, wir filmen uns für die Big Boys Podcast Stories. Damit wir ein bisschen Nummern ziehen. Ja, das ist es. Es ist halt... Das ist auf jeden Fall eine negative Seite. Ja, bei Konzerten ist das Publikum nicht so engaged, wie es sein könnte, weil sie damit beschäftigt sind, Instagram-Views zu bekommen oder Facebook-Likes oder was auch immer. Schau, wie leibend mein Leben ist, wenn ich bei dem Konzert bin und ihr seid nicht dort. Schau, wie hoch meine Zahlen dadurch sind. Ja. Positiv ist natürlich, dass man Bands entdecken kann, dass man mit Bands in Kontakt kommen kann. Das hier, was ich schon mal angesprochen habe, der ganze Grund, warum ich den da kenne, ist Social Media. Thank you, Mark also Zuckerberg. Das ermöglicht schon sehr viel, wenn man es richtig einsetzt und wenn man auch auf seine Fans eingeht. Es kostet sehr viel Zeit, um es richtig zu machen heutzutage. Es war... Definitiv, der Kampf mit dem Algorithmus war definitiv vor 5 Jahren einfacher wie jetzt. Es war mal easier, auch wie du konntest auch als Band quasi ein bisschen locker aus der Hose richtig, also das posten das, und sagen, das, so, hey, da ist ein bisschen was, ja, da ist ein Video und heute, du musst so viel bedenken. Nein, das Engagement ist ein ganz anderer, weil du mit so vielen Sachen konkurrieren musst. Und so viel Kleinigkeit. Und vor allem in der Hinsicht sehr viel... sehr viel wurde ruiniert auf die unterschiedlichen Plattformen durch das Schalten von Werbungen. Boah, der Grund, warum ich keinen Fernsehanschluss habe.
das primäre Grund ist die Werbung. Nein, aber es ist wirklich egal, welche Social-Media-Plattform man anschaut. Auch die professionelleren wie LinkedIn oder Sachen wie Twitter, Twitter, Instagram. Es ist jedes vierte, fünfte Ding eine bezahlte Werbung. Ja. Und das war vor einigen Jahren nicht. Und da hatte man einfach rein aus diesem Grund ein höheres Engagement. Weil Sachen, die du gesehen hast, Sachen, die du gesehen hast, waren Sachen aus deiner Umgebung, waren Sachen, die du aktiv gefolgt hast oder die Leute, die du aktiv gefolgt hast, geteilt haben mit dir. Jetzt ist es sehr viel, was in deinem Feed drin ist, ist etwas, was bezahlt ist, wo du vielleicht in einer Zielgruppe reingerutscht bist, die, wo du nur am Rande drin bist, was dich nicht interessiert und dann ist halt auch einfach deine Neigung, um solche Werbungen anzuschauen, niedriger. Das ist sowohl etwas Positives und Negatives. Aber ja, you gotta play the game. Vor. Muss man. Es ist, ja. Muss man als Underground Band. Puh. Sonst bist du richtig Underground. Wenn du Kohle machen magst, gibt es immer Regeln. Das ist so. Ja? Und du musst immer nach irgendeiner Pfeife tanzen. Ja. Ja? Aber wie gesagt, das ist wiederum das Coole an Underground Bands. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Ja, voll. Man muss halt auch realistisch sein. Das schon, aber man muss als Fan aktiver dahinter sein. Ja? Ja. Und sagen, okay, gut, ich finde die und die und die Band cool. Ja? Ich drücke auf bei YouTube, ich drücke auf die Glocke oder ich gehe auf Facebook und sage und abonniere auch diese, also dass ich Notifications kriege, wirklich, wenn die Band oder der Künstler etwas macht. Oder halt, ich muss wirklich jeden Tag einmal in den Searchbar eingeben, auf Instagram, was macht denn der gerade? Ja, bam, und dann bin ich dort. Ja. Ja. Also da muss man auch selber. Und natürlich, was einem immer hilft, ist den Shit liken, ein Kommentar, ein Share. Ja. Und das bricht den Algorithmus schon und hilft einer Band, die kein Budget hat oder ein wenig Budget oder einfach sagt, nein, wir wollen kein Geld da hineinstecken. Mhm. Ja. Und so kann man einem Content Creator helfen, seine Sachen zu verteilen. Ja. Oder du machst es überhaupt ganz arg und nimmst das eine Ding und bringst es auf eine andere Plattform. Ja. Ja. Das geht auch, dass du keine Ahnung, siehst ein Video von deiner Lieblingsband und du machst eine Instagram-Story. Oder du nimmst das und postest das in einer Subreddit oder so. Ja, ja. Einfach nimm dir 5 Minuten, anstatt dass du irgendwelche Katzenvideos schaust in der BIM. Ja. Sag, okay, gut, meine Freunde spielen in der Band und ich mache jetzt 5 Minuten, spam ich das Internet zu. Ja, ich gehe dorthin, ich gehe auf Twitter, ich gehe auf Insta, ich mach alles Mögliche. Ja. Das ist the gold. Ja. Und die Band wird dir danken. Ja, und freuen sich wirklich. Ich weiß es, die freuen sich. Ja. Das ist das. So, danke Marco. Kann man in Österreich als Musiker leben oder nur überleben? Das Coole ist, die Frage ist gepostet worden und ist schon auf meiner Facebook-Seite heavily engaged worden. Also da gibt es definitiv starke Meinungsbildung und das ist schon cool. Aber ich glaube, der Punkt, was wir jetzt sagen werden, das wird auch dort schon gesagt, ja, nämlich allein, dass du sagst, okay, ich mach Musik und gehe auf die Bühne und das allein reicht nicht. Ja. Nicht mehr. Auf jeden Fall ist es sehr schwierig. Du musst, du brauchst mehrere Streams of Income, die du dir etablierst. Ja. Vor allem die Frage ist ja auch Leben. Sprich, im Sinne von, also sofern ich das verstanden habe, sprich, vor allem, wenn du nicht nur deine Rechnungen zahlen, sondern auch dir was leisten können. Und was vor allem irgendwann, nicht Equipment ist für Weiterspielen. Voll, und irgendwann bist du alt. Ja, da kannst du es vielleicht nicht mehr in einem Ausmaß machen oder vielleicht magst du nicht mehr. Mhm. Ne? Und dann brauchst du Knädel auf der Seite, damit du dir dein Leben halt finanzieren kannst. Ja. Ja. Nein, ich denke, ich habe mir die Diskussion nicht komplett durchgelesen, die es schon gab. Aber ich denke schon, dass es geht. Das richtige Leben vom nur Spielen ist das ist ganz, ganz wenige Musiker vorenthalten. Ja. Also das sagen wir mal 10. 1%. Ja, absolut. Also das ist schon sehr wenig. Ich denke schon, dass man
auch wenn man jetzt nicht sonderbar groß ist, zu einem gewissen Ausmaß davon leben kann. Sogar, also nicht so von Paycheck to Paycheck, sondern schon, dass man sagen kann, okay, es geht sich gut aus, alles. Das geht, glaube ich, schon. Es ist natürlich auch abhängig davon, in welchem Genre man unterwegs ist. Ja. Weil in manche Genres ist einfach mehr Geld da. Es gehen mehr Leute hin, schauen sich Shows an. Wenn du in einer Musikrichtung unterwegs bist, wo dein Publikum älter ist, kannst du natürlich mehr Geld für die Karten verlangen, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein eher klassisch angelegter Musiker bist, dein Publikum ist es gewohnt, um 70 Euro für eine Karte zu zahlen. Vor allem. Aber da ist auch eine ganz andere Infrastruktur natürlich, und Landschaft dahinter. Das ist kulturell definitiv. Ja. Definitiv. Das spielt da eben schon eine Rolle. Es ist natürlich schwieriger, um in extremen Metal zu überleben oder sein Geld zu verdienen ohne Secondary Income, wie eben klassische Musik. Ich denke, in der Hinsicht ist es recht lustig, dass auch in Hip-Hop sehr wenig zu verdienen ist in der Hinsicht, weil sich in dieser Subkultur doch auch irgendwie der Soundcloud-Rap etabliert hat. Ja. So ist es einfach. Und das ist etwas, wo nicht wirklich dafür gezahlt wird, weil es einfach ein frei verfügbares Ding ist. Es ist halt da. Also ich denke, dass es dort auch schwieriger ist, um Geld zu verdienen und sagen, hey, ich habe am Ende ein Gehalt oder ein Geld auf mein Konto mit rein Musik machen. Ich denke, dass man da schon sehr schnell in Richtung, ich bin halt auch Session-Musiker und ich nehme Sachen auf oder ich unterrichte zusätzlich oder wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich Sample-Packs oder whatever. Vor allem komplex wird es dann, wenn du sagst, okay, gut, du hast nicht nur dich zum Erhalten, du möchtest vielleicht eine Familie gründen. Ja, absolut. Ja. Und du möchtest aber trotzdem Musiker weiter sein. Ja. Mhm. Es ist nicht easy, es geht. Ja, aber du musst definitiv smarter sein und du brauchst ein erweitertes Skillset, als nur, ich kann meine Gitarre spielen und Songs schreiben und Sachen recorden. Ja. 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 Also, wie gesagt. Sogar die Großen, ich glaube, ich habe das Beispiel sogar schon mal in einem Podcast gebracht, das ist immer eines meiner Lieblingsbeispiele, der Misha von Periphery, weil er sehr offen darüber ist, wo er seine Income Streams her hat und wie viel verschiedene er hat. Und er macht alles richtig, weil er fährt einen Lamborghini und den hat er sich sicher nicht mit Periphery verdient. Das sagt er sofort. Vermutlich nicht. Das ist, weil er ein guter Businessman ist, der zwar lauter Musikbusinesses hat. Stimmt, das fällt. Aber er hat das unter Kategorie Leben. Wenn du dir dann einfach sagst, okay, das ist nichts mit ihm zu tun, das Auto ist seine Passion. Ja, Rennfahren und das ist sein Hobby. Yes. That's it. Yep. Der Fabio, ich sage immer Fabio Nocieri, absolute No-Gos auf der Bühne, beziehungsweise rund um einen Auftritt herum. Beleuchten wir das von der Publikumsseite? Was geht dir am Arsch, außer Handyfilmen? Wie absolut No-Gos fürs Publikum, oder? Ich nehme es mal von der Publikumsseite und dann machen wir Bands. Okay. Ja. Beispiel, fünfmal der gleiche Stage-Diver. Immer wieder. Und wenn du schon merkst, es werden immer weniger Leute und sie droppen ihn schon, und er merkt einfach nicht. Also er steht schon oben und wieder, ja. Und du denkst schon, Alter, keiner mag dich. Ja, geh weg, die Chick. Ja, okay, weil die wiegt 40 Kilo oder irgendwas, die kann man leider fangen. Ja. Machst du den Dirty Dancing? Ja, ja. Nein, ist das okay? Das? Natürlich. Oder Windmill Guys. Ja, ich wollte gerade sagen. Keiner Bock hat, aber du eine und auf den musst du jetzt aufpassen und dem musst du Platz geben und da. Ja. Und das sind so No-Gos. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt bei einigen Konzerten in den letzten Monaten schon ein paar gesehen, die ihre High-Kicks machen und ihre Windmills, die erstaunlich gut geachtet haben auf ihre Surroundings. Da war ich selber überrascht, weil das sind normalerweise meine Victims. Yeah. Disrespect is surroundings. Also das war eine sehr, sehr positive Überraschung.
Es gibt euch da draußen, ich kenne euch nicht, aber okay. I will find you. aber ich habe schon zu oft gesehen, wo ein Highkick bei jemandem im Gesicht landet. Ich habe selber mal einen abgefangen und meine Nase gebrochen. Aber du warst im Pit. Ja, ja, eh, aber im Pit hat trotzdem kein Highkick etwas verloren. Nicht auf der Show. Ja. das geht mir schon am Nerv. Vor allem es... But you have hands. Use your hands. Nein, aber vor allem es ist halt einfach oft, dass viele davon sich gerade am Rand von einer Moshpit bewegen, wo doch oft Leute stehen, die wirklich nicht im Moshpit sein wollen und vielleicht einfach aufgrund der Menschenmasse nicht weiter zurückkommen. Ja. Be respectful of your other... Your other concert goers. Guter Segway, Leute, die sich auf ein Konzert voll wegknallen. Einfach oder, und gleich einmal drei Bier und ja, oder Leute, dann schießen. Ja, voll. Oder Leute, die permanent quatschen. Boah, da haben wir schon einen 10-Minuten-Rant gehabt. Ja. Wenn es dich unterhalten magst, stell dich raus. Episode 3 war das. Möglich. Ich glaube, es war 3. Da kann man schauen. Aber bandseitig, gehen wir bandseitig. Wenn du glaubst, du bist Backstage, der Rockstar, musst dich breit machen. Ja. Ja. Wobei, na, ich gehe noch gar nicht so weit. Ja, das Arschloch beginnt viel früher. Du hast der Couch und irgendjemand legt seine Gitarrenkoffer da drauf. Natürlich. Ja, da könnte man sich hinsetzen, in Wahrheit, und chillen. Ja, und sich vorbereiten oder irgendwie kann seine Gitarre neu bespannen. Oder I don't know, einfach du brauchst was zum Sitzen und daneben hast du Platz. Ja? Und dieser Gitarrenkopf, boom, und dann kommt natürlich der nächste Trottel und wird gestackt. Drauf. Ja, voll. Und ich sage, oh, da liegt schon was, das können wir, spielen wir Tetris. Ja. Nein, das ist so, eine Couch ist für meinen Arsch, für einen blöden Arsch, wo ich mich hinsetzen kann. Ja? Yep. Das gilt für alles. Ja? Das ist so, du hast jetzt einen Koffer, das ist ein Hardrun-Koffer, der ist urgeil, der steht auch am Boden. Ja? Vorher stehst du an die Wand oder I don't know. Yeah. Don't be a dick. Außer, aber das gilt nur für mich. Yeah. Das gilt, also nicht, dass ich das machen darf. Ach so, okay. Sorry. Sondern, also wenn wirklich, wenn einer so auf Rockstar tut und er geht auf die Bühne und er delivert und er ist der Zen-Master. Und, aber diese Leute gibt es ganz selten, so diese Asshole-Rockstars. Mhm. Ja. Also Rockstars, so viel man das sagen kann, halt im Underground. Ja. Die einfach sich breit machen, so, ja, das ist mein Platz und da im Kühlschrank, das ist mein Whisky und da. Ja. Und dann gehen sie auf die Bühne und nailen das und machen eine Show und haben einen guten Sound. Ja. Und es ist einfach meisterhaft in allem. Da sage ich, okay. Das nehme ich hin. Also, okay, you delivered, yeah, you are the master. Mm. Fucking generell, was ich auch nicht mag, wenn Bands das machen, das habe ich auch schon mehrmals gesehen, wenn es aus was für einem Grund auch immer irgendwas nicht so rennt, wie sie gern hätten, sei es, dass der Soundguy es nicht schafft oder dass aus irgendeinem Kabel, was man nicht genau weiß, welches es ist oder was, ein Summen ist oder whatever. Es gibt irgendein ein kleines technisches Problem, was dich nicht sonderbar arg davon abhält, zu spielen, zu performen und dann die ganze Zeit... Don't trash the sound guy. Ja, nein, der macht auch das Beste, was er kann. Ja, viele Facilities sind halt einfach scheiße und sind wenig. Ja. Richtig. Und haben einfach zu wenig Geld, dass sie immer wieder quasi renovieren und neue Sachen kaufen und so weiter und so fort. Ja. Die machen das vermutlich auch genau aus derselben Leidenschaft, wie alle Bands, die auf der Bühne stehen. Die versuchen den Sound, sehr wenig Geld den auch, Sound so gut wie geht hinzubekommen. Wenn natürlich ist es scheiße, wenn du dich im Monitor nicht hörst oder wenn du die ganze Zeit Feedback hast. Trotzdem, wenn du einfach zum Soundguy hingehst und sagst, hey, kannst du dir das bitte noch einmal anschauen, weil nach dem ersten Song... Bitte danke, feier nicht an. Richtig. Jeder möchte eine gute Show machen. Und ist richtig, ich habe leider schon mehrere Local Bands gesehen, egal in welchem Land, wo es ins Mikro gesagt wird, oh, fuck it, spiel mal einfach. Ja, fuck the sound guy. Ja, das ist einfach, das hilft keinem. Nein, die Band ist angepisst, das Publikum ist angepisst, weil die Band angepisst ist. Der sound guy hasst noch mehr, der scheißt dann komplett drauf. Keiner hat einen leibenden Abend. Adapt, survive, overcome, deal with it, be the bigger man. Ja. Und solche Phrasen dreschen und so. Genau. Don't be a dick. Don't be a dick. Das ist, ja.
Und halt Müll machen und Platz trashen und Bier und Wasserflaschen überall auf die Bühne stellen und dann für die nächste Band nicht wegräumen. Nicht abräumen, klar. Man geht gern auf eine Bühne, die jungfräulich ist, die nicht schwimmt, wo nicht schon 5000 Zetteln umliegen und irgendwelche halt Setlisten. Ja. Das ist so, nimm all deinen Scheiß halt wieder mit und all deinen Müll. Ja? Oder, es ist nicht viel. Und dann geh und pack hinten zusammen und im Backstage, wenn es geht, auch. Ja? Es verlangt keiner, aber it's the nice thing to do. Yeah? Ja, natürlich recht. Dass man halt nichts mit Absicht ruiniert und aufpasst und da, weil, keine Ahnung. Stell dir vor, das ist vorübergehend, ist das dein Wohnzimmer, also das Wohnzimmer von einem Freund. Das ist der Backstage. Ja? Das ruinierst du auch nicht, weil sonst rammst du auch. Ja? Next. Das war's. Next. Aha, der Raffi. X-Theory, Raffi. Ne? Mhm. Der hat eine Latte von sehr coolen Fragen. What makes a good drummer? Auch auf Englisch alles, aber wurscht, egal. What makes a good drummer? 3 points. Bitte. Tight. Tight? Egal was passiert, tight. Ja, ja? Der kann egal, einen, wenn ich meinen Simmelsteiner umfällt, spiele es halt woanders. Das ist weiter. Ja, wenn er flexibel und ist und adaptieren kann. Tight und flexibel, das haben wir schon zwei. Nicht über seine Verhältnisse hinausspielen. Ja, ich würde in der Hinsicht eher sagen, spiel in service of the song. Voll. Und die Band baut auf dich auf. Es ist so. Du bist der Drummer ist leider der Tormann der Band. Ja. Ja. Du bist einfach hinten und machst deinen Job und du fallst nur auf, wenn du deinen Job scheiße machst. Es ist komplett undankbar. Ja, absolut. Schlagzeug. Du hast auch am meisten Gear, am meisten Zeug und so, viel zum Aufbauen. Es wird immer alles hin von dir. Ja, das ist by default, weil du draufhauen musst. Ja, genau. Hau nicht so stark drauf. Nein. Also ein Drummer, wo man weiß, der ist eine Foundation. Das egal, wie schwierig die Umstände sind, die Qualität mindert sich nicht. Naja? Mhm. Das. Ja, voll. Und bauen den Song nicht unbedingt zu. Manchmal ist Platz gut. Hin und wieder, Performance ist nicht so wichtig. Ist zwar cool, aber ist nicht so wichtig. Ja? Ist nicht eines der drei Punkte. Sticktricks sind nicht, nicht, was einen guten Drummer ausmacht. Voll. Sticktricks helfen. Wenn man gibt Style-Punkte. Ja. Ein Point-Modifier ist es definitiv. Voll. Das. Das waren jetzt 4, 5 Punkte, scheißegal. Next! Sorry, Raffi. Wir können nicht zählen, 1, 2 viele. Das ist warum auf so Platz, wenn man beim Mac immer so, wie viel Burger will ich? Ja, wie viel habt's? 3 favorite BC Rich playing bands. BC Rich getan. Mhm. Mit den Handeln da. Ja. Kannst du ein paar nennen? Slipknot. Außer Slipknot. Ja. Nicht? Okay. Ich bin kein Gitarrist. Nein, BC Rich fällt mir sonst nicht so viel ein, wo ich wirklich dezidiert weiß, spielt BC Rich. Ich habe definitiv schon mehrere BC Rich gesehen. Aber Mick Thompson, Mick Thompson ist halt der... Also er ist BC Rich und Ibanez. Yep. Das ist kein reiner. Ja. Aber er hat ja ein Signature BC Kerry Rich. Kerry King hat auch BC Rich, glaube ich. Mhm. Doch, ziemlich sicher. Na, meine Favorites sind, also Bands jetzt, Nails. Definitiv, Nails. Slipknot, natürlich. Mhm. Und, kennst du Tenacious D? Natürlich. Die Jack Black Band. Love it. Ne? Die hatten ja auch Peak of Destiny als, also nicht nur als Film, sondern auch als eine Art Musical. Yep. Ja? Und dort waren nicht nur sie zwei, sondern sie hatten auch eine Band. Mhm. Ja, 3 Dudes. In ihrer Story waren sie in der Hölle und dort haben sie Charlie Chaplin getroffen. Der war der Bassist. Der war in der Hölle, weil er schwul war. Ne? Okay. Der Drummer war, wie heißt der von KFC? Colonel Sanders? Ja. Ja, der war in der Hölle, weil er seine ganzen Händeln umgebracht hat. Und der Gitarrist,
Gitarrist John Konasky. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, sonst regt er sich auf. Ja, John Konasky. Der ausgesehen hat wie Jesus, aber hat sich vorgestellt, so, I'm the Antichrist. Ja? Oh, oh. Und der hat eine sehr fesche BC Reach gespielt. Okay. Ja? Und halt hat die Metal-Songs gebracht, aber eine Variety an verschiedenen Subgenres da hineinfließen lassen. Also, kennst eh die Teenage D-Song. Und der hat diese BC Reach gerockt. Ja, voll. Der ist mein Favorite. Für Raffi nochmal, Jackson ist cooler wie BC Reach. Jackson Warrior. Honest Opinion, though. Wieder der Raffi. Drittbeste Band nach Belphegor und Seek and Destroy. Also ich glaube, du meinst aus diesem Lande. Wer ist die drittbeste Band, Peter? Für mich? Ja, deswegen frage ich dich. Call the Mothership. Yeah. No shame. No shame. Drittbeste Band nach Belphegor. I could not really say. Ich habe echt viel drüber nachgedacht. Es gibt so viele, die das. Ah, ich mag das gar nicht. Okay, dann. I don't know. Ich kann es wirklich nicht sagen. Abstain from voting. Ja, far. Schweiz. Ja, genau. Viele okay, sind super. Okay. Aber eigentlich liebe ich sie alle. Weil sie sind alle crazy genug, dass sie sich das antun in ihrer Freizeit. Kann man vielleicht sagen, ich denke jetzt rein so an Qualität, was mir so aufgefallen ist. Theory. Sag ein Band, das es nicht mehr gibt und von dem, der die Frage stellt. Das ist, there's a right answer. Ja, ja. Na, ich hätte vielleicht noch aus absoluten Qualitätsgründen Grimm, das Projekt. Cream. Ja, Kerem Lechner. Yes. Definitiv. Schon sehr, sehr gut, sehr extrem in allem. Yes. Sehr gute Sache. Leute, die er sich dazu holt. Far, seit dem letzten Album. Auf Cream. Hydro Boys. Hydro Homies. Mhm. Wieder der Raffi. Merch-Item, welches viel zu selten angeboten wird. Unterhosen. Unterhosen? Nein. Okay, Unterhosen, aber jetzt Seriousness. Baseball-Tees. Baseball-Tees. Ja, ich liebe Baseball-Tees. Was, weiß, schwarz oder? Scheißegal, weiß, Hauptsache der dieser Ding. Cut, ja. Ja, vor. Die gefallen mir, die Dreiviertelärmeln finde ich bequem. Vor. In unterschiedlichen Variationen, schwarzes Ding, rot, schwarz oder was auch immer, Ash-Gray. Figure it out, taugen mir vor. Da ein kleines Logo, Backprint ist möglich. Ja, oder man kann auch vor. Bei einem Baseball-Tee habe ich das nicht so gerne. Echt, hier? Bei einem Baseball-Tee habe ich gerne ein kleines Logo. Ist mir wurscht, wo es ist, aber halt ein kleines. Mhm. Mhm. Backprint ist dann möglich. Aber. Und bitte nichts auf die Ärmel. Ich hasse Prints auf die Ärmel. Ich kann nichts dafür, ich mag es nicht. Aber die Slam-Death-Metal. Ja, ich höre auch kein Slam. Dann bist du ja eh nirgends, wo das verkauft wird. Ja, manchmal ist es irgend so plötzlich da. Es sneakt sich rein. Ja. Naja, voll. Sorry. Ich mag einfach Shirts. Also, dickere, schwerere T-Shirts, die länger sind. Mhm. Das ist eher meins. Das ist zu selten. Aber es wird immer mehr. Ja. Persönlich geilster Merch-Loot ever. Das ist auch, das kann man sehr... Was ist Merch-Loot? Geilster Merch-Loot ever. Boah. Nein, ich meine, das ist jetzt nicht die Sachen, die ich gekauft habe, sondern eher die Erfahrung. Was es gibt. Die ganze Erfahrung vom Kaufen. Das war das letzte Konzert von Texas in July in der Arena in Wien. Ja. Ein paar Wochen, bevor sie sich aufgelöst haben. Wo ich einfach eine längere Zeit mit ihnen geredet habe und was diese Band und ihre Texte für mich bedeutet haben. Wo man wirklich gemerkt hat, wie sehr sie das appreciaten, dass sie an einem anderen Kontinent Fans haben, die das mit so einer Begeisterung verfolgt haben. Und ich habe halt von alles, was ich gehabt habe, so one of everything. Oh, that's nice.
Ja, voll. Also es, wie gesagt, es hat einen... Das feiern einen, die auch so, are you crazy? Und die haben ja, dann voll. Meistens doch irgendwas drauf. Sicher, aber ja. das... Das ist nieder. Das ist Merch, der einen Sentimentalwert hat, aber ja. Nicht, weil der Merch an sich jetzt so geil so ist, geile Ding ist, sondern das drumherum. Ja, nicht so sentimental bei mir, aber ich habe ein hand-signed Comic-Issue vom Comic von Misha Mansour von Periphery. Das habe ich auch weitergeschenkt. Aber das war nice. Ja, das. Cool. Und eine Testpressung von Sail the Ship Alone. Vom Album EP von Victor persönlich gebracht. Das habe ich auch sehr appreciated. Ja. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Okay, cool. Shoutout Victor Song. Merch, den keiner mehr verkaufen sollte. Den aborted String Tanker. Nein, haben wir bereits geklärt. Ja, das ist der Kalle. Er hatte seine Zeit, das war einmal lustig, aber jetzt ist immer, wenn aborted spielt, irgendwo liegt er rum und ich denke so, it's not okay anymore. Coolstes Brand, Videogame, Film, alles etc. Von alles, ich sage, wenn wer andere kommt. Ja. Aber es ist cool. Raffi, super Commitment. Der hat sich hingesetzt eine Stunde und gesagt, okay, I'm fucking challenging you, wenn da jetzt nichts Lauerndes ist. Ja. Er hat mich auch gefragt, ich habe so gesagt, schau, wir sind schon eher so scene-themed, aber es ist eh so viel Raffi. Deswegen wurscht, ja. Und ich frage, jetzt habe ich es vergessen. Beste Wiener U-Bahn-Station für ein Street Fighter, für ein Beat'em-up-Level. Außer Räumerplatz. Aber das ist eigentlich. Das ist eigentlich, aber das ist too easy. Das ist too easy. Also, sag, was wäre deins? Fuck. Ich würd nehmen Kaisermühlen, weil die Scene ist geil. Kaisermühlen okay. Bei Sonnen. Ja, warte, Sonnenaufgang, glaube ich. Aufgang ist geiler, wenn die Sonne ein bisschen. Und dann hast du zwei Fighter und im Hintergrund hast du die Uno City und die Hochhäuser und alles. Ja, und das ist schon cool. Lens Flares, das ist definitiv cool. Ich würd in der Hinsicht. Was ist es, die U4, U6 Heiligenstadt? Oder wie heißt diese? Ich vergesse Spittelau. Spittelau, danke. Weil die hat nämlich dieses Feature. Was es in manchen Beat'em-ups gibt, wenn du... Kannst sie runterhauen, ja. Kannst sie auch so links raus, dann bist du plötzlich am Bahnhof, ja. Vom Gleis und so. Ja. Definitiv, okay. Spittelau. Spittelau. Nice. Okay, coolstes Brand, Videogame, Film, etc. themed Merch Item ever. Quasi eine Band, die es adaptiert hat, oder? Da bin ich auch ein bisschen boring, irgendwie. Weil, also ich bin ein riesiger Neon Genesis Anime-Fan und ich habe das T-Shirt mit dem Nerf-Logo und das war nicht easy zum Kriegen, also vor allem das und das Original auch noch, ja, und das trage ich ganz selten, weil es so holy ist, ja, for das ist meins, eher, ja. Anime. Also ich habe, das ist vielleicht auch... Na, Alter, Metal Gear Solid, ja, oder? Ja, ich habe einige Limited Edition Metal Gear Solid Merch Items. Die sind natürlich geil. Ich hätte gern die Hand aus Japan gehabt, weil es Full Size wäre. Ich habe die aus Europa, die halt Half Scale ist. Still badass. Ja, voll. Ja. Was mir aber auch sehr taugt, und das ist ein bisschen obskur, aber es hat mir einfach getaugt, ganz, ganz weit zurück hat es eine Internetserie gegeben, Pure Pwnage. Sehr, sehr unterhaltsam. Eine der ersten wirklichen Internetserien. Wurde noch in 4:3 gefilmt. So lange ist das her. Nice. Und die hatten damals, weil das war alles so Gamer-Culture. Und ein, zum Beispiel der FPS-Dog, you always run faster with a knife. Der ist aus Pure Pwnage. Ah, okay. Yeah. Genau. Boom, Headshot! Der Typ. Und die hatten halt eine Gamer-Army und die haben Dog-Tags für halt die Leute, die der Gamer-Army beigetreten sind, haben sie, ohne dass die das irgendwie im Vorhinein bekannt gegeben haben oder du hast noch nicht gezahlt, du hast einfach Dog-Tags heimgeschickt gekriegt. Mit halt dein Gamer-Tag, wann du dabei bist und eine Gamer-Army-ID und die habe ich auch daheim. Das ist cool. Ich glaube, ich war da irgendwie so der 150. oder so irgendwas. Ich habe noch eine Story.
Iron Sky, sagt ihr was? Ja, ich habe es beworben. Hast du mitgezahlt? Das, ich bin ein Associate Producer irgendwo in den Credits. Ah, okay. Und ich habe versucht, Voiceovers zu machen, aber sie haben mich nicht genommen. Okay. Ja. Ich habe Merch bestellt, auf jeden Fall, und halt auch hingespendet, ja, weil das war ja alles gecrowdfunded. Yeah. Und der Postler steht eines Tages vor der Tür und bringt mir ein Kuvert, wo halt irrsinnig groß, es war nicht der Reichsadler, aber es war dieser Mond-Nazi-Adler, der ihm halt sehr ähnlich schaut. Drauf geprintet. Es war ein riesig, riesig großes Kuvert und da war diese und dann noch in der Frakturschrift ist draufgeschrieben, geheim, wie ein Stempel. Und das war halt ultra rechtsradikal quasi. Und ich mache die Tür auf, ja, der Postel sagt mir so, ah, bitte. Und ich so, danke. In der Hinsicht vielleicht auch noch interessant. Ach, ich habe auch ein handsigned Poster und Shirt von VGHS. Saison 1, da habe ich auch ein Producer-Credit irgendwo, weil ich das auch mitgefundet habe. Die Internet. Wieder der Raffi. Persönliche Meinung zu Konzert-Livestreams. Vor allem, er sagt nicht ja oder nein, er sagt yay oder nisch. yay, wenn alles wirklich geil gemacht ist. Ich denke aber, dass man dann dafür Geld verlangen sollte. Ja. Mich entzieht sich der Sinn von Livestreams einfach, weil da muss ich wieder zu einer Zeit wo sein und kann es mir... Ja, sicher. Reicht mir, ich schaue es mir dann in Gemütlichkeit hinten an. Also ich sag nein und du sagst nur ja, wenn geil. Ja. Und dann also zahlen. Und dann muss man auch einfach sagen, dann muss es so eine Qualität haben, dass jeder was dafür zahlen muss. Okay. Noch immer Raffi. Persönliche Meinung zu Stickern auf Instrumenten? Yay oder nisch? Nisch. Nicht? Nein. Zu Punk Rock? Ja. Irgendwie ist es cool, wenn man... Wenn ein Tom Morello heißt. Wenn es ein Sticker auf der Rückseite ist. Okay. Ja. Oder wenn es Thal heißt. Dann ist es okay. I don't know. Just go for it. Nein, es muss es hat schon eine Ästhetik irgendwo. Irgendwie schon. Aber ich würde es nie machen. Ich habe ein paar, was ist und ein paar nicht. Mhm. Ja. Kommt davon. Machen wir. Das haben wir zuvor. Was? Ist es Q&A Raffi Edition? Oder? Er hat noch eine Frage, die haben wir vorher schon beantwortet. Okay. Mit dem Stage Diamond. Lass mal aus. Okay, fast. Ja. Der Walter. Der, Mario? Ja. Er hat eigentlich keine Frage, er hat eine Underground Festivals Fragezeichen. Ja. Underground Festivals? Ja. Ja. Frage beantwortet. Ja, natürlich das Ding, das der Walter immer im April in der Szene macht. Sehr cool. Metal Night Outbreak. Ich weiß nicht, wie diese Edition heißt. Ich weiß es nicht. Einmal hier, einmal... Und in der Kitzmantelfabrik. Yes, beides in, cool. In Bamford, beides. New Jersey. Beides beibehalten, also Underground Festivals, ja. Definitiv. Die sind cool. Walter, du machst es gut. Danke. Dann, was macht für uns den modernen Metal aus? Scheiße, da habe ich jetzt nicht geschaut, wie das... Ich glaube, das war ja der Herr Wenzel, Michael von Stream of Void. Ich hoffe, das ist richtig. Was macht für uns moderne Metal aus? Was macht für dich moderne Metal aus? Sounds like gent, but isn't. Ja, ich meine, ich bin schon halt irgendwie in der Hinsicht geschädigt oder eingeschränkt. Ich brauche irgendwo eine gewisse Komplexität. Und dann ist man... schon einmal sehr schnell beim Progressive Metal. Ja, aber es hat zum Beispiel auch Bands gegeben, so wie Death zum Beispiel. Mhm. Eher so 80er, 90er schon, ja, glaube ich. Die haben schon recht komplexen Death Metal gemacht. Ja, und mehr oder weniger die Foundation gelegt für halt Bands wie, keine Ahnung, The Faceless. Ja, nein, aber das eben eine gewisse Komplexität und auch in den extremeren Subgenres auch eine gewisse Virtuosität
Spieltechnik. Nein, das meine ich ja damit. Ja, voll. Und das macht für mich modernen Metal aus, weil jeder schon dorthin kommen kann. Aber auch so verpackt, dass es ein Nicht-Musiker trotzdem einen Job findet. Ja, sicher. Wenn man genau diese Gratwanderung da, richtig. Für alle was dabei ist, für Musiker. Es muss catchy bleiben und der besser hinhört, wow, das ist eigentlich wirklich komplex, was der da gemacht hat und trotzdem ist es catchy. Aber es muss gar nicht so eine übertechnologisierte Band sein. Nein, überhaupt nicht. Du kannst auch mit sehr, sehr simplen Mitteln komplexe Sachen machen. Und wie gesagt, da gibt es genug Beispiele von Bands, die einen interessanterweise modernen Metal meiner Meinung nach gespielt haben, aber schon vor 10, 20 Jahren. Hm. Wer? Wer? Death? Achso. Sugar? Ja, okay. Die war so. Erfahrung. Zum Beispiel? Das und aus meiner Sicht, es sollte nicht um, da mache ich mir jetzt hoffentlich unbeliebt, es sollte nicht unbedingt um irgendwelche Fantasy-Themed-Sachen gehen oder Wikinger oder Mittelalter oder so. Nein. Das, ja. Spaceships and lasers! Because that's modern! That's modern, bitch! Ja, vielleicht Superheroes. Ja, yeah, far. Yeah. Easy. I think you catch the drift. Noch immer, der Herr Wenzel. No-Gos von modernen Underground-Metal-Bands. Being a dick. Das. Da müssten wir jetzt ganz... Ich weiß nicht. Größtenteils schon vorher... Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir eigentlich das ist, überlappt sich ein bisschen. Weil in Musik machen und was man raushaut... Da gibt es jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich No-Gos, es sei denn, deine Thematik ist nationalsozialistisch oder so irgendwas. Aber das ist nicht jetzt No-Go, weil du eine Metal-Band bist, sondern einfach No-Go als Mensch. Sei kein Arschloch. Ja. Vor allem, da haben wir den Prep von Riverside Crow. Englisch gut. Anfängerfehler von Bands. Welche sind das und wie macht man es besser, / richtig? Also man kann auf jeden Fall viel lernen, durch den Big Boys Podcast zu schauen. Not watching this ist ein riesen Anfängerfehler. Na, ich denke einfach, dass das Nein, eigentlich größte... schau Episode 1, 2, 3, da wird schon sehr viel von dem. Just watch it! Ja. Nein, ich glaube, das größte Problem ist einfach, keine realistischen Erwartungen haben. Ja. Ich glaube, das ist der Grund von alle Folgenprobleme als Anfängerband. Die Welt wartet nicht auf dich. Richtig. Das. Wenn man einfach realistisch ist, wo man ist, was man kann, im Vergleich zu anderen Local Bands, im Vergleich zu internationalen Bands, dann muss man sich realistische Ziele setzen, die in einem bestimmten Ausmaß an Zeit zu erreichen sind. Also jetzt nicht, nur in 5 Jahren will ich das spielen. Nein, das ist ein utopisches Ziel. Du musst sagen, in 6 Monaten möchte ich eine Show spielen, wo alles glatt rennt. Genau. Oder in einem Jahr möchte ich quasi mehr oder weniger dasselbe Set spielen, aber ich möchte es besser spielen oder härter. Oder ich möchte, dass das... Das ist gut, dass du das sagst, wegen Planung. Was dem noch vorausgeht, finde ich, bevor du die Planung umsetzt, ist Konsens in der Band. Ja, herausfinden, wer in der Band ist ein Entscheidungsträger, entscheiden alle, entscheidet einer, dass du den Band halt strukturierst, aber quasi die Offenheit lässt, okay, ist gut, wir probieren es jetzt einmal so, wir probieren es jetzt als absolute Demokratie und jeder hat ein Thema und in diesem Thema hat derjenige das Veto, weil er einfach der Hauptverantwortliche ist oder I don't know. Ja. Und diese Organisationsstruktur probierst du mal. Ja. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass das Mission Statement und das Konzept und in welche Richtung das gehen soll und einfach die Pläne, dass wenn du die Bandmitglieder unabhängig voneinander fragst, dass du immer die gleiche Antwort bekommst. Ja, es muss in der Band Konsens sein, weil dann ist es the fist and not the fingers. Ja, richtig. Das ist, finde ich, ein Anfängerfehler. Ja, Erwartungen und Konsens. Voll. Ja. Peter, sag kurz was, mach eine Werbeeinblendung. Ah. Zeit vorbei. Hoferpreis. Hofer, oh no! Online-Social-Media-Präsenz von Bands überlebenswichtig oder nicht? Haben wir schon 5 Punkte. Nein. Urdemanding. Urwichtig.
Also nein, nicht so viel Zeichen habe ich nicht auf Twitter, dass ich 5 Punkte machen kann. Natürlich sau wichtig. Das ist deine Base of Presence, wenn du nicht auf der Bühne bist. Ja? Das ist dein Single Point of Contact mit der Außenwelt. Mit allem. Ja? Dort bist du real, wenn du nicht auf der Bühne real bist. Yep. Ja? Das ist. Und es ist das Haupttool für Networking, es ist das Haupttool für Promotion, es ist das Haupttool für deine Statistics, wo du genau sehen kannst, darauf reagieren meine Leute, darauf reagieren sie nicht. Ja. Es ist das Haupttool, um den Big Boys Podcast zu sharen. Und Likes. Ja. I don't know. Drei Punkte waren aber Lied und der Rest ist. Es ist 22.53 Uhr, ich bin so müde, sorry, Prep. Dann hat er gefragt, wie bereitet man sich vor auf Promo-Shootings, Fehlgriffe und Highlights? Das fragt er mich und dich fragt er genau das Gleiche für wie heißt das Wort? Musikvideos. Okay. Ja, magst du zuerst, wollen wir durcheinander, reden wir beide zur gleichen Zeit. Ich glaube, das wo ist der Konsens? Eigentlich... Wo ist der Konsens? Nee, ich glaube, es überschneidet sich eh extrem viel. Ja. Generell sollte man pünktlich sein? Nein, noch viel früher, bevor du zu dem ach so, okay. Pünktlichkeit ist, finde ich generell, das ist dann so ein Human Trait. Ja, voll. Du bist immer pünktlich. Es ist halt, beide Seiten müssen sich vorbereiten. Das heißt, beide Seiten müssen sich auch gegenseitig informieren über was wann zum Geschehen hat, was die Wünsche sind, was die Randbedingungen sind. Einfach eine deutliche Kommunikation vorab. Ich habe das selber auch oft genug falsch gemacht oder nicht deutlich genug oder nicht ausführlich genug und mich hat es dann immer irgendwann aufgeschmissen in einem späteren Teil des Prozesses. Am allerbesten, finde ich, ist es, wenn eine Band mir so viel Scope wie möglich liefern kann. Ja. Ne? Gib ein Lookbook, Moodboard, ein whatever. Beispiele reichen schon. Mir sagt, hey, mir gefällt das bei dem Foto oder bei dem Video, finde ich die Sequenz cool, können wir das technisch umsetzen, bla bla bla. Ja. Einfach an das Projekt gehen, immer mit Referenzen. Ja, und die Kommunikation immer so erfahren, dass du denkst, okay, der andere schreibt das in den besten Absichten. Der möchte mich jetzt nicht zurechtweisen oder der möchte mich jetzt nicht schoolen und teachen und so, du weißt es nicht, du bist ein Vollidiot. Ja. Woher sollen es Leute wissen, wenn sie selber nicht schon 30, 40 Promo-Shootings gemacht haben, ja, sondern halt hauptsächlich Bands darf machen. Ja. Das klar sagen, nichts persönlich nehmen, ja, ihr arbeitet jetzt zusammen, also Band und Content Creator, ich spreche jetzt ein bisschen freier. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, es ist auch dort wieder ein Punkt, meiner Meinung nach, wo man einfach realistisch sein muss, zur Produktion. Es ist zum Beispiel in einer Hinsicht, man muss wissen, wie beschäftigt die anderen Leute sind, wann was fertig wird. Post-Production ist ein zeitaufwendiger Prozess. Mhm. Manche Leute machen das zum Spaß. Manche Leute können nicht so viel Zeit investieren, machen es dafür aber zu einem faireren Preis. Plus such dir die Leute, also die Content Creator raus, die schon den Style haben, ja, oder klar, gut sind in dem, was du eigentlich was haben du eigentlich willst. Haben. Ja. Geh nicht unbedingt zu dem, weil du ihn gut kennst und dann sagst du, ja, wir finden deine Monochrom-Sachen cool, aber wir hätten jetzt gern unbedingt solche Farbfotos. Wenn du weißt, okay, der ist da jetzt nicht so interessiert daran, vielleicht sogar, speaking of me, nein, ich mache kein Farbfoto, aber ja, sowas, such dir den, wo du denkst, okay, für den ist das ein Walk in the Park, vermutlich, ja. Und frag auch mehrere Leute, ja, schick das gleiche Ding an mehrere Leute. Ja. Klar, weil dann kannst du sehen, was für Angebote es gibt, wie enthusiastisch jemand ist. Das nimmt man auch nicht persönlich. Man sagt so, ja, wir haben es dem geschickt, ich glaube, der ist besser in dem Fall. Ja. Es ist mir auch schon passiert, wo zum Beispiel eine Band mich angeschrieben hat, hey, wir haben ein Videokonzept, wir würden das gerne mit dir machen. Wo dann natürlich meine Frage so, hey, cool, Konzept, schick mir das mal, ich schaue mir das an und ich kann euch dann anhand vom Konzept besser erklären, wie für mich die Umsetzung wäre, wie ich das sehe,
was da an Kosten anfällt zum Beispiel. Ich habe es durchgeschaut, so wie es für mich war. Ich habe halt einen Preis genannt, der mehr als doppelt so hoch war, als was die Band sich vorgestellt hat und somit auch schwer über ihrem Budget drüber war. Und ein paar Monate später kommt ein Musikvideo raus, wo sie es toll umgesetzt haben. Ich traue mich sogar zu sagen, besser wie, als ich es machen hätte können, weil es wäre halt ein Konzept, was für mich auch neu wäre. Es war besser gemacht, als ich es von mir für möglich gehalten habe und offensichtlich für einen Preis, der für sie okay war. Und no hard feelings. Das ist voll okay, wenn man einmal sagt, hey, kannst du das? So, ich glaube schon, trau mir zu. Okay, wie viel verlangst du dafür? Oder was für andere Bedingungen sind da? Naja, bei mir das. Aha, gut, das passt nicht mit uns zusammen. Sie haben jemanden gefunden. Das ist voll okay, no hard feelings. Voll. Und gibt es irgendwelche Highlights? Ein persönliches Highlight zu dem Thema? Ich hätte eins. Ich war mal für eine ganz klischeehaft. Da habe ich noch mit dem Herrn Julian Felser gemeinsam Fotos gemacht. Sind wir im Winter auf eine Burg raufgereiht. Da wurden wir getrickt. Also nicht böse. Also ich bin der Band nicht böse. Weil es sind echt coole Fotos geworden. So richtig so Black Metal Band, also visuell gesehen so aller Immortal. Mhm. Ja, mit Corpse Band und bla bla bla. Und im tiefsten Winter nicht mit dem Auto hin, sondern einfach eine Stunde Aufstieg mit Equipment und die Woche darauf krank geworden. Aber die Fotos sind einfach richtig cool. Vier Dudes, Lederjacken und der Sturm geht und alle haben lange Haare und so. Ja, ja. Also richtig die Black Metal Checklist durchgegangen und they're fucking sweet. So it was worth it. Aber in dem Moment war es natürlich, Motherfucker, du bist da raufgefallen im Winter, der ganze Tag ist verschissen. Ja. Ja, verständlich. So, deswegen, ja. Be honest. Ja, sag. Nein, ich, ja. Das war definitiv ein Highlight. Solche Sachen habe ich nicht und die Sachen, die irgendwie schiefgrenzt sind, möchte ich jetzt da auch nicht jemand okay. Unterm. Also, throwing them under the bus oder so irgendwas. Throw them. Nein, was ich. Ein Dreh, den ich länger gespürt habe, war Damn, Ghost of Sparta. We praised the sun very hard. Da waren wir alle im Prinzip komplett rot am nächsten Tag. Turn white into red. Tomato. Das war hart, da waren wir sehr viel in der Sonne. Aber ich denke, trotzdem vom Look her cool waren. Der Victor Sohn fragt, why music? The soundtrack of life. Soundtrack of Life. Ich weiß nicht, eine obscure question kommt eine obscure answer. Ja, voll. Nein, ich denk mal, weiß nicht, es ist einfach, es bewegt dich. Also es bewegt natürlich, mich. Natürlich, it's vibration. Ja. Es bewegt mich physisch und emotional. Ja, voll. Ja. Ich denke, das war ein... What he says. Und dann Commander Mike Swayton von Call of Mothership und Hate Me Return. Was ist der beste und sinnvollste Lifehack, den wir regelmäßig verwenden? Ich kann ein paar nennen. Das sind keine Lifehacks, das sind Principles. Aber ich nenne sie trotzdem Lifehacks. Okay. Weil ich habe sie drauf und viele Leute nicht. Okay. Pünktlichkeit. Achso, ja, okay. Ja. Ich bin auch überpünktlich. Das ist in der Zwischenzeit ein Gefühl von mir, schon so selten, dass es ein Lifehack ist. Ja? Oder vielleicht Pünktlichkeit vielleicht ein unzerstörbares Zeitmanagement. Ja. Dass ich überall stressfrei hinkomme und selten bis nie zu spät bin. Mhm. Ja? Keine Termine verpasse. Sowas, das ist ein Lifehack für mich. Und halt Ordnung im Leben. Ja. So gut wie es geht. Und immer schätzen können, dass ich genug Wiggle Room habe. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, an eine Banane von der Seite ohne Stiel aufmachen. Na, eine Banane macht man eigentlich nicht vom Stiel, sondern nicht von der anderen Seite. Seite. Das ist mich ein Lifehack. Das ist, ja, aber das mache ich nicht regelmäßig. Ich esse nicht zu viel Bananen. Ich auch nicht, aber wenn ich eine Banane esse, dann mache ich so. Ja. Dann hast du einen Stiel, um es anzuhalten. Okay. Na, noch brutal Lifehacks. Gut sind, außer Pünktlichkeit.
Und vor allem, das ist kein Orgel-Lifehack. Ja? Ey, ich weiß nicht. Ja, voll. Ich hab keine. I'm looking at you, Band. ich weiß doch, nicht. Doch. Wie soll ich sagen, Perspektive und Empathie, wirklich die Fähigkeit, eine Situation von der anderen Seite zu sehen, ja? Mhm. Weil es gibt mir einen weiteren Scope zu einem Problem. Ich zucke weniger aus, ja? Wenn ich mir denke, okay, gut, die Person kann es nicht wissen und es ist gesünder für mein Seelenheil. Und mein Herz. Das auch belastet mein Herz eh schon so viel durch die Foods. Ja, das sehe ich auch als Lifehack an. Jetzt Lifehack in Liga von Banane, was ich in letzter Zeit mache, wenn ich mir ein Papiersackel, kein Plastik, sondern ein Papiersackel kaufen muss beim Supermarkt, ist, weil ich einfach zu viel habe und es geht sich mein Rucksack nicht aus, ist, ich mache das Sackel auf und stelle es schon hin vor meinem Einkauf. Ja, weil der Barcode ist unten und der Kassier zieht drüber und dann steht der Sackel schon da. Und ich ordne meine Sachen so an, quasi von schwer und stabil. So ja, okay, aber das mache ich schon immer. Ja, du! Ja. Und regelmäßig. Ja. Ja, das wollte er wissen. Ach so. Ja. Nur weil du schon immer machst, das ist nicht das Rest der Welt. Das, ja. Ja, okay. Da bin ich erst letztens, ich meine, so mit dem Aufbauen, das ja, aber das mit dem Sackel. Ne, das mit dem Sackel ist ja, neu. Das steht da schon und du kannst schon anfangen. Voll, ja. Das ist ein gutes das ist, Edit-Ding das ist, zum Lifehack. Mike, do it. For. Ja. Also have enough money. Was so ist das? So you can buy the foods from Tira. Shout out from Tira. Oh Gott, mir ist so heiß. Ja, das war's. Cool. Wir sind fertig. Nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das noch. Danke fürs Zuhören. Danke für die Fragen. Wäre cool, wenn das so ein steady stream of questions. Das ist spannend. Macht das viel Spaß. Ja. Ja, Feedback immer wünscht, Hit, Like, Subscribe, Bell, bla bla bla, YouTube. Ring that bell, motherfucker! Das, was noch? We love you all. So, yes. Tschüss, we out. Oh shit, what? Hallo! Okay, es geht noch. Hallo! Life bars. I got life bars.